Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir den 15 Euro Isana Adventskalender und wir werden schauen, was hier drin ist und ob er sich für 15 Euro wirklich lohnt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wundervollen Tag gehabt. Ich freue mich jedes Jahr sehr auf den Isana Adventskalender. Ebenso wie den Balea Adventskalender. Ich glaube, Balea hatten wir dieses Jahr schon. Und ich hatte ja aus dem letzten Jahr immer noch Produkte hier an meinem Tisch stehen, die ich so gerne aus diesem Kalender mochte, dass ich gehofft habe, dass sie irgendwie ins Standardsortiment kommen. Sind sie nicht. Deswegen habe ich Hoffnung, dass hier Favoriten drin sind, die irgendwie ins Standardsortiment kommen. Der Kalender kostet 15,50 Euro, ist auch Stand heute vorrätig. Und ich bin gespannt, was drin ist. Ganz wichtig, es hat euch sehr, sehr gut gefallen, dass ich das angesprochen habe im letzten Video für den Max & More Adventskalender. Die Produkte kann man nicht einzeln kaufen, die waren wirklich nur für diesen Adventskalender gemacht. War auch nicht so schlimm für 15 Euro. Ich habe sogar gesehen, dass er an einem Tag, glaube ich, ein bisschen reduziert war. Heute haben wir den Isana Adventskalender und der kostet 15,50 Euro, was immer noch völlig in Ordnung ist. Und auch an dieser Stelle, es ist vielleicht eine gute Sache, für 15 Euro einen Adventskalender zu kaufen und sich über die Kleinigkeiten da drin zu freuen, als wenn man 150 Euro für einen Adventskalender ausgibt und Sachen bekommt, die man gar nicht vielleicht unbedingt braucht. Deswegen schauen wir, was drin ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und falls ihr neu seid, den Kanal abonniert. Solltet ihr eigentlich alle mittlerweile getan haben, oder? Ich habe ein Make-up drauf. Es ist wieder mehr als gedacht. Ich hatte gerade, vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, ich tue mich damit ein bisschen schwer, das überhaupt hochzuladen. Ich habe die teuerste Lidschattenpalette der Welt gekauft. 104 Euro für 4 Farben. Und damit der Look nicht so gut gefallen ist, habe ich ihn ein bisschen verändert und dachte, komm, eine braune Lippe funktioniert immer. Okay, so sieht das Schätzchen einmal aus. Isana wünscht eine schöne Adventszeit. Hat 24 Türchen drin, 15 Euro, war einmal in so einer Folie verpackt und hinten war auch nochmal ein Zettelchen mit dran, was da mit drin ist. Ich packe ihn nach und nach für euch aus. Ihr habt sogar einen kleinen Griff. Er hat hier hinten so zwei Löcher, die ihr in die Wand machen könnt oder dass ihr ihn anhängen könnt. Nicht zum Aufstellen, aber ihr könnt ihn anhängen. Okay, wir starten mit dem Adventskalender. Ich habe ja mittlerweile so ein kleines Schema, was ich gerne in so einem Adventskalender drin habe. Wenn das ein Adventskalender ist von einer einzigen Brand, darf da auch mal ein Filler-Produkt mit drin sein. Aber es sollte sich in der Waage halten. Ich finde das immer schön, wenn da Produkte drin sind, die ich vielleicht noch nicht kenne, einfach um Produkte kennenzulernen. Und wenn hier Produkte drin sind, die thematisch an das Ganze angepasst sind. Wir starten auch direkt mit dem ersten und da haben wir hier Nagelsticker. Ich weiß nicht, warum Nagelsticker so beliebt sind. Vielleicht schreibt es mir gerne. Nutzt ihr Nagelsticker? Nutzt ihr das? Dann nehme ich das aus der Kritik mit raus. Ich kritisiere das halt immer, weil ich das natürlich nicht benutze. Aber wir haben ein Paket Nagelsticker oder so Aufkleber. Das sind ja nicht nur so kleine Mäuschen, die man darauf kleben kann. Ist okay, sieht süß aus, ist so ein bisschen weihnachtlich. Ich finde das ein bisschen kitschig mit diesen Schneemännern und so. Weiß ich nicht. Also das sind jetzt nicht die schönsten Nagelsticker, die wir haben. Aber wir haben hier schon das erste Produkt. Eine pH-hautneutrale Cremedusche ist designmäßig angepasst an den Adventskalender oder an die Adventszeit. Ich rieche mal dran. Oh, riecht gut. So ein bisschen nach Honig. Honig und Macadamia oder so diese typische Palmolive-Dusche. Riecht ganz gut, 30 Milliliter sind mit drin und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es ist nicht so diese ganz, ganz billige Plastikverpackung, wie wir sie hier beispielsweise bei Max & More hatten, sondern es fühlt sich sehr gut an. Wir haben eine Relax-Maske mit Kakaobutter. Klingt spannend, auch hier die Verpackung ist gut angepasst an das weihnachtliche Thema. Ist eine Anwendung mit drin, finde ich gut. Kann man entweder einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch mit abnehmen. Und wir haben auch was, und das finde ich immer ganz spannend, was für die Haare und vielleicht ist hier sogar wieder was für die Füße mit dabei. Wir haben hier einmal eine Spülung und wir haben, oh cool, eine Isana Lippenpflege. Die sieht aus, als hätte sie eine ganz, 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 ganz leichte Färbung. Riecht jetzt nach nichts, ist aber auch hier sogar angepasst. Die Isana Lippenpflegestifte sind ganz gut. Ich benutze sowas eigentlich auch immer ganz gerne ab und zu, gerade im Winter, ne? Wenn die Heizung an ist, wenn die Haut trocken ist. Deswegen finde ich so einen pflegenden Adventskalender vielleicht gar nicht so schlecht. Einfach weil man, ich lese gerade ein Buch und in dem Buch geht es so ein bisschen darum, wie man besser mit den Jahreszeiten leben kann und wie man mit den Jahreszeiten ein bisschen
zufriedener ist. Und der Winter ist ja eine Zeit, wo die Natur sich zurückzieht und wir sollten das auch tun und den Winter nutzen, um was für uns zu tun, um Kraft zu sammeln, wenn im Frühling alles wieder losgeht. So ein bisschen, man ist selbst ein Baum, im Sommer strahlt man, im Sommer hat man ganz viele Blätter und im Herbst verliert man die Blätter, lässt Sachen von sich los, um im Winter die Kraft zu sammeln, damit man im Frühling wieder neu durchstarten kann. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Sache für die Seele im Kopf und dafür sind pflegende Produkte immer ganz gut und für 15 Euro ist das okay. Wir haben eine Haarmaske. Auch hier sind es 20 Milliliter mit drin, aber sowas finde ich immer ganz spannend. Ich weiß, viele fahren über die Feiertage oder zwischen den Jahren weg. Da sind so kleine Größen, 30 Milliliter, ne? Also damit kommst du ein paar Minuten weit. Finde ich das vielleicht gar nicht so schlecht, einfach um ein bisschen was zu sparen. Und ich habe auch in meiner Reisetasche, in meiner Reisewaschtasche immer noch Produkte aus dem Adventskalender von letztem Jahr drin, weil ich so nicht einfach diese riesengroßen Verpackungen mitnehmen muss. Als nächstes haben wir hier, was ist das? Eine Puderquaste. Ja, das würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich mal wirklich als Fillerprodukt bezeichnen, ist aber thematisch sogar ein bisschen angepasst. Wir haben ein Haarband, liebe ich, benutze ich jeden Tag eins. Ich habe ein Haarband, was völlig abgenudelt ist von Benefit. Zum Abschminken, damit die Haare nicht nass werden, einfach rein und dann ist das völlig in Ordnung. In so einem zarten Babyrosa. Und wir haben eine Ampulle. Und Isana hat ja die Wirkstoffreihe sehr, sehr groß ausgebaut. Und ich glaube, es gibt auch Ampullen mittlerweile. Und hier haben wir die Ampulle mit Ceramidkonzentrat. Sehr, 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 sehr süß. Und das ist genau das, was ich meinte. Finde ich gut, wenn man da Produkte drin hat, die man testen kann, ob man die Textur mag. Und ich weiß, dass es das auf jeden Fall gibt, entweder in der Ampulle oder dann in einem von diesen Wirkstoffkomplexflaschen. Wir haben sogar noch eine zweite, und zwar ein Panthenolkonzentrat. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Panthenol ist immer gut, um die Haut zu beruhigen. Das ist jetzt kein Retinol, sondern das ist einfach beruhigend. Finde ich in den Feiertagen immer ganz schön spannend. Im nächsten Türchen haben wir ein Lippenbalsam Overnight. Das finde ich gut, das ist mal was anderes, das ist nicht was für den Tag, sondern eher so ein bisschen dicker. Ich nehme mal ein ganz kleines bisschen raus. Ich liebe Lippenbalsame. Riecht ganz gut, ganz mild, ist eine recht dicke Konsistenz. Schön pflegend fühlt sie sich an und kann ich mir gut vorstellen, dass sie gut auf den Lippen funktioniert, einfach wenn es ein bisschen trockener ist. Was ich mit Balsamen immer gerne mache, ist, ich mache mir das hier auf die Nagelhaut. Ich bin ja so eine kleine Poolmaus, ne? Und wenn ich mir die Hände nicht regelmäßig eincreme oder pflege, dann sieht das halt immer so trocken aus. Und da ist so ein Overnight-Produkt immer gar nicht so schlecht. Beim nächsten Türchen, ja, ein Invisi-Nicht-Bobble in einem Rotton, ist so ein bisschen in so einer Satin-Optik. Sieht ganz süß aus, habe ich keine Verwendung für. Irgendjemand wird es mit Sicherheit haben. Im nächsten Türchen befindet sich, spannend, jetzt wird spannend. Weil die meisten Adventskalender immer sehr, vorsichtig sind. Wir haben hier einfach ein AHA-Peeling mit dabei. Ein- bis zweimal wöchentlich morgens und abends auf die gereinigte Haut tragen und UV-Strahlung meiden. Also wir haben hier einfach ein Peeling, was eventuell so sein könnte wie das Waschgel oder in einer etwas festeren Konsistenz als das hier. Das ist ja das Peeling-Konzentrat. Das ist sehr, 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 sehr gut. Mag ich gerne. Hier haben wir es so ein bisschen als Creme verpackt. Ist ein bisschen anwenderinnenfreundlich, einfacher zu benutzen und finde ich sehr, 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 sehr gut, weil es ein bisschen mehr ist, ne? Wie gesagt, die meisten Adventskalender sind immer so vorsichtig, ein bisschen Pflege, ein bisschen eine kleine Maske, Kokos und ne, ist es nicht. Hier hast du Effekt. Wir haben eine Bodylotion, die hydratisierend sein soll, soll die kalten Wintermonate 24 Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgen. Also nicht die Monate, sondern die Haut. Auch hier rieche ich gerne einmal kurz dran. Ist tatsächlich so ein bisschen gelig. Oh, riecht gut. So ein bisschen nach Zimt. Bratapfel und Zimt. Riecht sehr, 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 sehr gut. Ist eine gelige Konsistenz, ist nicht diese cremige Konsistenz. What? Wir haben das hier. Ein Allantoin-Serum. Da finde ich die Verpackung ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich. Aber hier ist einfach ein Serum drin mit Allantoin. Soll die Haut streichelzart pflegen und Feuchtigkeit spenden. Den Feuchtigkeitshaushalt der Haut einfach ein bisschen aufbauen mit Bisabolol und
Einfach Pflege. Das finde ich sehr, sehr gut. Packaging hätte ich mir vielleicht ein anderes gewünscht, weil das ist sehr schwierig zu benutzen, ist aber eine Einmalanwendung. Und auch das gibt es ja in dieser Wirkstoffreihe. Sehr, sehr spannend. Ui, wir haben sogar ein Vitamin C-Konzentrat in einer etwas anderen Ampulle. Vitamin C muss lichtgeschützt sein, ist es hiermit. Und wir haben ein Glow-and-Shine-Konzentrat. Wir haben vier verschiedene Konzentrate. Das heißt, du kannst 4 Tage wie so eine Kur machen. Das mache ich hier. Das mache ich sehr gerne, wenn ich weiß, okay, ich habe irgendwie eine wichtige Veranstaltung, wichtigen Dreh, ich möchte meine Woche, mache ich mal so eine Kur, eine Ampullenkur. Gibt natürlich viele verschiedene Ampullen von Barbour, von Nisana, von Balea, was du willst, gibt es viele verschiedene. Aber ich finde, in diesen Ampullen, da hast du nochmal so ein, nicht nur ein besonderes Gefühl, wenn du das aufbrichst. Ich bin ja ein Freund, ne, wisst ihr mittlerweile. Ich liebe das Gefühl drumherum. Ich möchte etwas in der Hand haben und ich möchte sofort dieses Gefühl bekommen. Deswegen bin ich auch so ein Freund von Duftstoffen. In Pflege. Muss nicht im Gesicht sein, aber in Körperpflege oder so. Ist völlig in Ordnung. Und da sind Ampullen einfach immer ziemlich spannend. Ein Produkt, ja, da bin ich auf eure Meinung so ein bisschen gespannt. Ich hatte in dem Maximum Adventskalender war ja eine Nagelfeile drin. Ich meinte, eine Nagelfeile, wenigstens ist sie grün. Wir haben auch hier wieder eine Nagelfeile drin, aber diesmal eine Glasnagelfeile. Und das würde ich noch ein Stück... Also es ist immer noch eine Nagelfeile, aber es ist... Also wenn eine Nagelfeile eine 1 ist, von schlecht und 10 ist gut, ist das eine 3. Wobei vielleicht eine 4. Was ist eine Glasnagelfeile? Die gebe ich meiner Oma, die benutzt nur Glasnagelfeile. Okay, wir haben tatsächlich noch ein bisschen. Wir haben ein Body Fluid für seidig zarte Haut. Soll die Haut spürbar weich und geschmeidig werden lassen. Okay, wir haben was für den Körper, wir haben was für die Haare und wir haben was fürs Gesicht. Und wir haben auch hier etwas für die Hände und die bleibt definitiv bei mir. Ich bin das größte Handcrememäuschen, was es gibt. Ich habe eine Handcremesammlung, die ihresgleichen sucht. In jedem Raum in diesem Haus gibt es irgendwo eine Handcreme. Und die muss auch gar nicht so super fettig sein. Ich mag das nicht, wenn die so schmierig ist. Zum Beispiel diese Neutrogena-Handcreme, die kann ich nicht benutzen, weil ich dieses schmierige Gefühl danach nicht mag. Die ist schon eingezogen und hinterlässt einfach so ein leicht gepflegtes Gefühl. Hauptsache, ich spüre nicht dieses Haut auf Haut. Mag ich nicht. Okay, wir haben eine Cremeöl-Dusche mit Mandelöl. Auch hier nochmal was für den Körper. Auch hier wieder in einer 30 Milliliter Größe. Klar, das ist eine Reisegröße, aber 30 Milliliter ist besser als 10 Milliliter. Wir haben Augenpads. 2 Stück. Abschwellend und erfrischend mit Panthenol. Auch die Augenpads sind in so einem kleinen weihnachtlichen Design angepackt. Ich lege die ganz gerne immer in den Kühlschrank, dann ist es noch ein bisschen abschwellender. Ich hätte gerne so einen kleinen Kühlschrank. Was zieht zu viel Strom, ne? Weiter geht es mit einem Handpeeling. Auch das habe ich in einem Adventskalender, glaube ich, so noch nicht gehabt. pH hautneutral mit pflanzenbasierten Peelingkörnern entfernt Hautschuppen und hartnäckige Verfärbungen besonders gut. Das klingt sehr, sehr spannend. Das werde ich mal ausprobieren. Ich weiß noch, da war ich, weiß ich gar nicht, wie alt ich da war. 10, da war ich im Ferienlager mit meinem Cousin. Und da haben wir auch, gab es einen Beauty Day, haben wir Quarkmasken gemacht. Ich glaube, da ist meine Affinität zu Beauty entstanden. Und Handpeelings haben wir dann aus Öl und Zucker und Honig so ein Handpeeling gemacht und haben dann so einen kleinen Beauty Day gehabt. Fand ich super, super gut. Und wir haben zu guter Letzt auch hier noch ein Shampoo mit dabei, sodass wir wirklich alles abgedeckt haben. Wir haben was für den Körper. Wir haben was zum Duschen, wir haben was zum Eincremen, wir haben was zum Pflegen, wir haben was für die Haare zum Waschen und ein Conditioner. Wir haben was für die Hände zum Peelen, wir haben was für die Hände zum Eincremen. Wir haben verschiedene Ampullen, wir haben verschiedene Lippenprodukte mit dabei. Wir haben natürlich ein paar Accessoires mit, aber wir haben auch, und das finde ich, ist glaube ich schon ein gutes Kaufargument, sind diese Wirkstoffprodukte, ne? Dieses Allantoin und diese Ampullen, einfach um die Isana-Pflege mal kennenzulernen, weil die Sachen sind wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Hype um diese Produkte schon wieder ein Stückchen zurückgegangen ist, weil sie wirklich, wirklich gut sind und für den Preis kannst du da nichts falsch machen. Das ist eine süße Sache. Wenn ich jetzt eine Tochter hätte vielleicht, die so ja, vielleicht 12 wäre, 3, ja, 14 vielleicht, durch das, wobei, nee, jeweils, ja, also das AHA, da würde ich sie vielleicht beaufsichtigen, muss vielleicht nicht sein, aber, na, ihr wisst, was ich meine, ist eine süße Sache, 15 Euro, völlig in Ordnung, würde ich mich freuen, wenn ich den kaufe und es steht hinten auch drauf, was drin ist. Wir haben schon für 70 Euro wirklich unmögliche Adventskalender gehabt und da kann man, glaube ich,
wirklich nichts falsch mache. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Schreibt mir eure Meinung gerne hierfür einmal in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Tag, den ihr haben könnt. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.